Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Stegmann. Und heute geht es um das schöne Midnight Cherry Red. Und vielleicht bist du am Überlegen, ob du dir so ein schickes Model Y zulegst, schaust die Farben an und sagst, eigentlich ist genau das meine Farbe. Das ist genau mein Geschmack. Dann googelt man nach, hört sich in Foren um und hört vielleicht Aussagen wie extrem schwer zu lackieren. Vielleicht das ganze Auto lackieren, um den Farbton zu treffen. Teuer. Geht gar nicht. Leider haben selbst wir schon E-Mails bekommen von Kunden, wo zertifizierte Karosserie- und Lackierwerkstätten gesagt haben, die Farbe ist noch nicht reparierbar. Ich würde sagen, wir gehen der ganzen Sache mal auf den Grund. Wir gehen jetzt erstmal an die Tür vorne links, öffnen sie, da haben wir unseren Aufkleber, wo die Fahrgestellnummer draufsteht. Hier steht unser Farbcode, PR00. Dann gehen wir in die Lackierkabine, schauen, gibt es überhaupt, wie lackieren wir das und passt nachher auf die Farbe. So, gehen wir Midnight Cherry Red PR00 mal auf den Grund und fangen ganz in der Basis an. Hier im Lackmischraum. Und dazu brauchen wir den PC. Also natürlich heißt, wir müssen erstmal den Farbcode raussuchen, PR00. Und vielleicht liegt hier die Thematik, warum der eine oder andere sagt, es funktioniert nicht, weil es sich einfach anders nennt. Aber es ist der Farbcode. So, da kriegen wir schon mal die erste Warnung, wenn wir den anklicken. Es gibt einen Mischlack, der, ja, sagen wir so, den gibt es nicht in großen Gebinden, nur in kleinen Gebinden und daher, ja, da etwas teurer ist. Nur, dass man das überprüft. Da liegt vielleicht schon die Krux. Hier haben wir einen Mischlack drin, der teurer ist wie normale Mischlacke. Aber sonst nehmen wir hier einfach den ersten Grundton und den tragen wir jetzt einmal auf. Dann geht's weiter, um nachher diesen Effekt zu bekommen, kommt hier die Effekt-Lasurschicht drauf, das ist der zweite Gang. Hier ein Klarlack plus ein Zusatz. Und mit dieser zweiten Schicht bestimmen wir jetzt unseren Farbton. Und wenn man jetzt aufträgt, ihr seht, das wird von dem Lila, kommt auf einmal sofort diese Farbe raus, wie wir sie nach dem Auto brauchen. Danach brauchen wir nochmal eine Schutzschicht, nämlich einfach einen normalen Klarlack. Also das heißt, die Stoßstange muss etwas länger getrocknet werden wie normal, um dann nochmal eine normale Klarlackschicht aufzutragen. Und so haben wir unser fertig lackiertes Bauteil in PR00 Midnight Cherry Red. So, jetzt haben wir zwar gesehen, wie das alles wunderschön in der Kabine aussieht, nachher lackiert, aber jetzt ist natürlich die große Frage, passt die ganze Sache? Jetzt holen wir mal die Stoßstange und machen sie dran, oder? Stoßstange montiert. Oh Mann. Was denkt ihr dazu? Also ich finde es gut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gedacht, dass die Farbabweichung nicht so, also gar nicht ersichtlich ist, weil wir ja noch ein Kunststoffbauteil haben und ich finde, das ist echt klasse geworden. Also mit einer Cherry Red Stoßstange reparieren, also habe ich gar keine Bedenken, beziehungsweise Reparatur lackieren. Kommen wir ganz kurz zum Fazit. Was sagen wir zur Reparatur von der Farbe Midnight Cherry Red? Ihr habt so ein bisschen einen Einblick gekriegt, wie das aufgebaut ist, wie das aussieht in den verschiedenen Schichten. Und was sagt es uns? Midnight Cherry Red ist auf jeden Fall reparierbar. Ist es jetzt teurer wie andere Lacke? Also muss ehrlich sagen, jeder Dreischichtlack ist natürlich teurer zu lackieren wie ein Zweischichtlack. Also wo ich nur einen Grundton habe und einen Klarlack. Aber darum unterscheidet sich jetzt Midnight Cherry Red nicht von anderen Dreischichtlacken und daher ist es genau gleich teuer wie alle anderen. Reparierbar, gleiche Preise wie zum Beispiel bei eurem Dreischicht weißen Tesla. Und von der Farbe her kriegt man es super hin. Also wir können sagen, keinerlei, also die Reparaturmöglichkeit sollte kein Entscheidungsgrund sein, ob ich die Farbe nehme oder nicht. Habt ihr jetzt noch Fragen zu der Farbe? Zu anderen Dreischichtfarben oder Farben, wo euch einfach interessieren, schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.
Wir versuchen sie zu beantworten oder machen vielleicht sogar ein Video drauf. Und damit ihr dieses Video dann nicht verpasst, gerne den Abo-Knopf drücken, die Glocke nicht vergessen, damit ihr immer dann auf dem neuesten Stand seid. Und wir wünschen euch alles Gute und bis bald.